Fürth und die Tanzkapelle Mülheim. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, in Deutschlands Comedy-Sänger Nummer 1. Zu einem Abend, an dem die gute Laune nicht enden will. Vielen Dank. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, die sich hierher begeben haben, nach Mülheim in unser schattig gehaltenes Studio bei 12 Grad Willkommenstemperatur hier. Und ich nehme an, die meisten von Ihnen sind mit dem Auto gekommen, ist das richtig? Ja? Privat? Nein? Zug? Öffentliche Verkehrsmittel? Privat? Wagen? Schade, denn wir feiern in diesen Tagen das Jubiläum 105 Tage Autovermietung. Ein tolles Vermietung. Autovermietung, wie es hier in Mülheim heißt, Parkplatz. Mein nächster Gag stammt aus dem Fachbereich Politik. Sie wissen, Friedrich Paul Merz und Angie Merkel haben sie angeschrien. Irgendwie grundlos, sinnlos, sehr, sehr laut. Und es hieß, sie haben eine offene Aussprache geführt. Oder wie es früher bei der CDU hieß, politischer Selbstmord. Sie haben angeschrien, so geht es nicht weiter. Du? Ja? Weil Dr. Kohl, Sie wissen, macht wieder Wahlkampf und die CDU wünscht das auch mehrheitlich, sagt das aber nicht so oft, aber man spürt das. Ja, man hat jetzt gesagt, okay, Merz und Merkel können sich streiten, aber bitte leise, damit sie den Altkanzler nicht im Wahlkampf stören. Schreit euch leise an, schreit friedlich. Und für Angie wird es langsam ein bisschen eng. Würde mich nicht wundern, wenn sie bald Big Diet moderiert. Haben wir heute Abend hier Gäste aus dem Ruhrgebiet? Aus unserem grünen Ruhrgebiet? Ja. Ja. Wussten Sie, dass das Ruhrgebiet vergreist? Ja, junge Menschen ziehen weg oder gar nicht erst hin. Menschen werden immer älter, was ja schön ist, aber ich meine, das Ruhrgebiet ist so alt mittlerweile, man sagt schon, es ist ein Düsseldorf ohne Geld. Für mich hat der Bevölkerungsrückgang auch im Ruhrgebiet Vorteile, oder? Pommesbude muss statt zwei nur noch alle 4 Jahre das Fett wechseln. Fett wechseln. Ein Thema, zu dem auch mein erster Gast heute Abend viel zu sagen hat, meine Damen und Herren. Er ist der Superstar der Lindenstraße. Er ist die große Kulturhoffnung des Westdeutschen Rundfunks. Ab Herbst wird er dort eine eigene WDR-Kultur-Talkshow moderieren. Und er steht in ständigem telefonischem Kontakt mit Franz Müntefering. Heute Abend bei uns unser lieber alter Freund Georg Uecker. Vielen Dank. Vielen Dank, das tut gut, dieser Beifall. Mein zweiter Gast ist kurz davor, zum ersten Mal Mutter zu werden. Im 8. Monat hat sie sich nochmal hierher geschleppt. Sie ist eine liebe Freundin unserer Sendung. Sie ist die erfolgreichste Radiomoderatorin in Berlin bei der Sendung 98,8 KISS FM. Bei uns Dirty Dani. Und Musik heute, meine Damen und Herren, mit einer echten Legende. Seit 140 Jahren im Geschäft. Mr. Punk persönlich. Neues Album Beat 'em Up, Iggy Pop! Das ist das neue Album vom Iggy Pop, Beat 'em Up. Das ist, glaube ich, Pop Art, oder? Kann man sagen. Ja, so ähnlich. Die ist gelb. Beat 'em Up und wird nachher live hier spielen. Cello, zwei Bratschen und Chorgesang, natürlich. Wenn die hier mal eine Platte zeigen, das wissen Sie, meine Damen und Herren, es ist immer ganz offensichtlich, das hat nichts mit Schleifwerbung zu tun. Die Künstler kommen, der eine hat einen Film, der andere hat eine Platte, der dritte hat eine Familie. Warum nicht, ja? Wir zeigen alles, aber
Wir fühlen uns oft belästigt mit dieser heimlichen Werbung. Das ist bei ARD und ZDF und auch sonst überall an der Tagesordnung. Viele Moderatoren lassen sich billige Strickjacken oder geschmacklose Kaffeeservice zweiter Wahl andrehen von den Firmen und trinken dann daraus oder tragen diese Strickjacken. Man sieht es ihnen ja meistens an und dann sind wir empört. Aber noch schlimmer ist es, wenn wir ins Kino gehen. Ja? Wir zahlen Eintritt und plötzlich wird im Kino Schleichwerbung gemacht für Produkte, die gar nicht unbedingt in diesen Film passen. Es wird immer schlimmer. Aber Gott sei Dank gibt es uns und wir klären Sie auf und wir warnen, wenn Sie an diesem Wochenende ins Kino gehen, bitte bei folgenden Filmen passen Sie auf. Was läuft denn eigentlich so im Kino? Bereits vor mehreren Wochen hatten wir in einem schockierenden Bericht gezeigt, dass es in Kinofilmen zu immer unverschämteren Formen der Schleichwerbung kommt. Eine Schachtel Marlboro hier, ein Paket Lieferdienst da, cremefarbene Prada-Schuhe hier. Und es wird immer doller, denn wir haben noch mehr Beispiele gefunden. Wie den Hollywood-Film The Green Mile mit Tom Hanks. Ein Mörder, der nun für seine Verbrechen büßen soll, wird auf dem elektrischen Stuhl hingerichtet. Der Henker kommt, er legt den Schalter um, der Delinquent räumt sich auf und dann das. Mix it, baby. Eon Herbst 2001. Geschmacklos, eine Frechheit. Der Film Cliffhanger treibt es auf die Spitze. Wir sind am Anfang der Geschichte. Eine Frau baumelt am Seil, meterhoch über dem Abgrund. Der Karabinerhaken reißt, die Frau hat keine Chance. Und dann das. Pfui Teufel, sowas von pietätlos. Hier unser Beispiel Nummer 3. Der Film Knockin' on Heaven's Door. Till Schweiger spielt einen todkranken Patienten mit Gehirntumor, der immer wieder von Attacken durchgeschüttelt wird. Wir sind in der entscheidenden Szene. Ein besonders schlimmer Anfall. Und dann das. Wenn's mal wieder länger dauert, flacht ihr und Snickers. Snickers, habt ihr Hunger, hast gegessen. Pfui Teufel, Hollywood. Nee, Kino macht so einfach keinen Spaß mehr. Wir fordern Aktion Faires Kino. Eine Initiative der Harald-Schmidt-Show. Ja, aber ich könnte mir vorstellen, dass viele von Ihnen an diesem Wochenende überhaupt nicht ins Kino gehen, denn es soll schön werden. Es soll sehr, sehr, sehr schön werden. 28 Grad. Der Sommer soll dann auch wirklich kontinuierlich bleiben. Und Sie wissen es, von Zeit zu Zeit, wenn das Wetter besonders schön ist, unternehmen wir hier eine kleine Fahrt mit dem Schreibtisch hinaus ins Freie, um Ihnen ein bisschen die traumschöne Umgebung unseres Studios hier vorzustellen. Ich habe mir oft gesagt, immer fahre ich alleine. Warum nehme ich nicht mal meinen Pfleger mit? Er kommt nie raus. Er hat zwar eine Busfahrkarte, aber die soll lange halten. Fahr doch mal mit, ja. Lass dich doch mal überreden. Immer sagt er, nö, ich bleib zu Hause, ich lese was, ich höre mir alte Platten an. Ja. Und wie das so ist, das kennen Sie, wenn man wegfährt, bitte den eigenen Stuhl mitbringen, denn die meisten Autos haben nicht... Du musst Platz machen? Das ist aber rheinisch, also nicht hochdeutsch. Was Platz machen. Mach mal Platz. Etwas Platz, bitte. Etwas Platz, bitte. Schnall dich an. Schnall dich an. Was ist denn das? Nee, so. So schneiden wir es geht auch nicht. So. Ja, genau. So, runter und hier geht's. Klemmt ein bisschen. Warte, ich mach das länger. Danke, Chef. Ja, weil du hast vergessen, es einzustecken. So, red mir nicht dazwischen. Wo sollen wir hinfahren? Hm? Was würdest du denn mal gerne sehen? Können wir lecker Kaffee trinken, Kuchen essen. Am Rhein? Schön. Nur einfach so an Rhein oder was Spezielles? Drachenfels. Das ist ja wunderbar. Also Drachenfels, ein Traum. Und ich war ja fast jedes Wochenende hin, es sind kaum Leute da. Das ist das Tolle. Also, ein Lenkrad hochholen. Das machen wir hier in Mülheim immer weg, das Lenkrad, das nicht geklaut wird während der Show. So, und dann fahre ich mal los. So, auf geht's. Du weißt auswendig oder soll ich auf die Karte gucken? Ich weiß den Weg ganz genau. Ja, meine Damen und Herren, wir sind gleich wieder da. Bis gleich. Tschüss. Wiederschauen. Tschüss. Ciao. Ja. Du kennst dich aus? Ja, geht ja. Geht das mit dem Gurt oder ist zu eng? Nee, das ist super. Okay. Müssen Snickers oder ein Kinderland Friend? Nimm dir, was du willst. Hier. Vorsicht, komm nicht an mein Radio. Du musst da jetzt geradeaus. Ja, geradeaus.
Ich fahr hier, Philharmonie, dann sehen wir es mal. Ja. Vorsicht, es geht ein bisschen abschüssig jetzt runter. Achtung. Oh, behindertengerecht ist aber anders. So. So. Jetzt. Mein Gott. Ein schönes Denkmal für unsere kölsche Legende Willi Milovic. Jetzt fahre ich hier runter. Pass auf. Ja, obwohl. Was denn? Nee, jetzt bin ich mir nicht so sicher. Ja, wieso? Hast du gesagt, du kennst den Weg? Ja, aber. Frag mal. Hier, ja. frag ihn. Frag ihn bitte. Ich frage mal, ja? Frag ihn. Ja, okay. Beeil dich. Ja, 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 ja. Ich geh ihn jetzt fragen. Beeil dich. Ja, ja. Ja, wir fahren gleich. Na, ja, Moment. Hör auf, du Arschloch! Hey, was ist los? Ja, ich kann nicht ewig warten. Was ist los? Warte auf mich! Beeil dich! Ach komm, Harald! Spring nicht so schnell! Mach mir keinen Kratzer beim Einsteigen. Oh. So. Schnall dich an, du hast vergessen, dich abzuschneiden, bevor du ausgeschieden bist. So, hier rein. Guck mal. Ja, nicht, harmlos. Hör auf! Bist du sicher? Vorsicht, ich kürze ab, ja, Vorsicht! Ah, guck! So. So. Ja! Yeah. Mein Name ist Bond, James Bond. Guck mal, hallo, hier! Ah, hallo! Immer nett sein, können ja. Zuschauer sein. Ja. So. Ah, oh, die Lorelei, hier. Ah. Ja? Ist das Öcker? Nein. Das war die Lorelei. Das ist aber traumhaft. Hier. Das ist aber wunderschön, unsere Lorelei. So, pass auf, jetzt fahre ich hier hoch. Ich kenn den Weg! Oh, so, da vorne ist die Bahnstation, die Talstation von der Drachenfelsbahn. Ja, und den Königshöfer, ja. Ne? Hey! Deine ganzen Fans! Ja, Wahnsinn! Super. Kommt, Mädels, steigt mit ein! Ja. Ja. Ach so. Ich kenne das von mir. Ja. Ah, das ist die Zahnradbahn, ja. Das ist toll. Die ist fantastisch. Ja, aber man kann auch auf dem Esel hochreiten oder zu Fuß gehen. Aber so ist schönes, gemütlich. Aber fahr nicht so schnell, ne? Nee. Ja, die Strecke kenne ich wie meine Hausstrecke. Echt? Ja. Ja. Vorsicht, da vorne wird es ein bisschen. Ah, nee. Nein! Ja. Oh. Harald! Ja, das habe ich im Griff! Nein! Willst du mal lenken? Ja, das täuscht. Schluck's runter. Schau dir diesen Blick an. Komm, lass den Schunkel. Ist es am Rhein so schön? Schau dir diesen Blick an. Genau, oben am Drachenfels. Da schaut man runter, sieht, das ist der. Das ist die Wille. Wille, Vorgebirge. Vorgebirge. Ja. Wunderbar für Ausflüge. Auch eine schöne Autobahnraststätte. Wille. Genau. Ja, tolle Autobahnraststätte. Ja. Was ist denn das hier? Ein Drache! Hilfe! Ein Drache! Hier, Moment! Das, hier geb ich's, komm! Hier, ihr Ostbräute wollt und braucht das doch! Geht's? Mach meinen Wagen nicht schmutzig. So. Ach, da kommt das Rote Kreuz, zum Glück. Uwe Hübner. So. Die kümmern sich, das geht schon wieder. Mach dich ein bisschen sauber, du bist so bekleckert. So, da sind wir wieder, meine Damen und Herren. Wir sind in Abkürzung gefahren. Vorsicht, rein ins Studio. Schön, dass ihr von uns gewartet habt. Hallo. Mm-hmm.
Ja, ich verheilt. Das sind nur Kratzer. Ja, ja, das ist morgen weg. Soll ich dir so Spray draufgeben, so Pfeffpflasterspray? Brennt das? Ja, komm, hör auf. Brennt das? Das musst du definizieren. Ja, ja, machen wir gleich. Da kannst du Tetanus holen. Da bist du geimpft? Du musst alle drei Stufen impfen lassen, das weißt du. Ja. Da einmal, dann glaube ich nach einer Woche und dann nochmal nach... Verwandte von dir? Ne? Sieht aus wie bei einem Tagesthemen jetzt. Hast du gesehen hier hinten? Alles blau. Ja, wir scherzen hier, aber wir sind natürlich immer noch sehr aufgewühlt über die Aufforderung von Franz Müntefering, dass sich prominente Homosexuelle in der Politik outen sollen. Und es ist auch irgendwie nicht nachvollziehbar, oder? Als wäre das so neu. Ich meine jetzt in der Politik, denn gerade wir in Deutschland wissen doch, wir haben allen Grund, ein bisschen vorsichtig zu sein, oder? Wie unser schockierender Beitrag zeigt. Endlich sagt's mal einer. Eine ganze Nation atmet auf. Ich bin schwul und das ist auch gut so, liebe Genossinnen und Genossen. Jawohl, Hut ab, Herr Wobereit. Das großmütige, tolerante deutsche Volk hat schließlich ein Recht zu wissen, ob seine Politiker nun auf Pipan oder Mumu oder beides stehen. Aber so neu ist das auch nicht, Herr Wobereit, mit Ihrem Outing. Die Zeitgeschichte ist voll von Staatsmännern, die mit der flachen Hand bügeln konnten. Ob Josef Stalin... Ich bin sehr schwul. Und das ist auch gut so, liebe Genossinnen und Genossen, ja? Ob John F. Kennedy... As a free man, I take pride in the words, ich bin ein Schwuli. Der große Mahatma Gandhi... Kinder, ich sag's euch, ich hol den Christopher Street nach Bombay. Ich schwör's euch, sobald ihr sitzt. Oder Konrad Adenauer... Was unsere größte Aufgabe jetzt ist zusammen. Ich bin ein warmer Bruder, jawohl. Ich bin Gott schwul. Nur der Durchgeknallte aus Braunau stand natürlich mal wieder nicht zu seiner Neigung. Typisch. Ich bin keine Schwuchte. Göring hat ihm eine Stelle vorgeschoben. Und ich werde mich niemals nach der Seife bücken. Mein erster Gast seit Jahrzehnten, ein Publikumsliebling in der Lindenstraße. Multitalent, schreibt für Regie. Und neue Aufgabe ab Herbst, Moderator einer Kulturshow beim Westdeutschen Rundfunk. Unser lieber Freund, herzlich willkommen, Georg Uecker! Das hören wir natürlich gerne, Kulturshow im WDR. Darf er schon was verraten? Geht's da? Wir arbeiten noch dran. Aha. Also wir haben eine Pilotsendung gemacht, die war sehr schön und auch erfolgreich. Und jetzt arbeiten wir an der Fortsetzung und das soll eine regelmäßige Kultur-Talkshow werden ab dem Herbst. Ja, das heißt Gäste aus dem Kulturbereich oder Leute, die gar nichts damit zu tun haben, aber sich zu Kultur äußern? Nee, also es sollten schon Leute sein, die mit der Kultur zu tun haben. Das kann man ja auch sehr weit fassen, den Begriff. Ja. Also die Grenzen von E und U sind ja fließend. Eben. Ja. Und du bist ja auch jemand, der dafür steht. Ich habe es neulich schon mal gesagt. Glückwunsch zu deiner tollen Kritik, die du in der Süddeutschen Zeitung geschrieben hast über das Musical Les Misérables. Ja, ich bin jetzt Kulturschaffender irgendwie geworden. Wirklich? Wobei, es ist komisch, wenn man irgendwie verbunden wird. Entweder ist man der Arzt der Nation oder die Tunte der Nation oder man macht Light Entertainment. Dann möchte ich mal dazu sagen, dass ich auch Kulturwissenschaften studiert habe. Übrigens, wenn du die Brille hochschiebst, das macht mich feucht. Also, ja, weil... Das ist so... Weil, also das ist überhaupt eine sehr erotische Sendung. Backstage trifft man Iggy Pop. Der sensationell aussieht, oder? Sensationell. Unglaublich. Hat sich lecker gehalten, hat gut gelebt, ist immer noch da, was ja auch schon ein Wunder ist. Absolut. Also ich bin sehr begeistert. Ja. Aber du mit der Brille, ich kenne niemanden, der die... Ja. Du siehst für ein paar Sekunden gar nichts und hältst. Ich sehe halb. Es hat dieses Fächerhafte, weißt du, wie früher in den Logen im 19. Jahrhundert, wo man so hinter einem Fächer aus der Loge aufs Publikum unten schaute, um sich sozusagen die Mätressen auszusuchen. So, Schön, dass du in meine Richtung guckst. Ja. Ich muss sagen, ich fand es immer eklig, wenn Erich Böhme seine Brille gegessen hat. Aber wenn du dir es immer so machst, das ist ja. Ja, aber es hat gar nichts irgendwie Tickhaftes oder so. Ich schieb's nur mit beiden Fingern hoch, damit sie nicht verbiegt. Weil es ist so ein dünnes Gestell und es schiebt dann so, weißt du. Und ich habe ja eh diese Akkommodationsschwierigkeiten.
Schwierigkeiten, hast du das auch? Wenn ich von die Weite auf die Nähe schaue, dann schaltet das Auge nicht mehr schnell genug um. Ja, ich bin ja sowieso, ich bin sowieso blind. Wirklich? Ja, ich schiele wie ein Winterfuchs, ich sehe auch nichts. Du hast vorhin gesagt, das ist so ein Klischee, Tunte der Nation. Ich meine, du gehst damit total offensiv um, jeder weiß das. Und, ist besser. Und das ist, ja, also, was sagst du zu Franz Müntefering, der sagt, er hat sich wörtlich gefordert, aber er sagt mehr oder weniger, also Politiker, die sich zu ihren homosexuellen Neigungen äußern, sind eh besser, weil sie auch sonst die Wahrheit sagen. Ist das wünschenswert? Gut, ich kann ja loslegen. Ich sage jetzt immer die Wahrheit. Ne? Egal, was ich jetzt sage, es ist die Wahrheit. Ich fand das Interview mit Müntefering gut. Da werden jetzt immer so Bröckchen rausgenommen aus dem Kontext. Der hat natürlich völlig recht, aber ich finde, so einen albernen Bekenntniszwang sollte man jetzt auch nicht irgendwie starten. Das muss man schon den Leuten überlassen. Ich fände es schön. Ich fände es schön, wenn wir mal einen schwulen Bundeskanzler kriegen oder einen schwulen Bundes, weiß ich nicht, Torschützenkönig oder sowas. Ja, aber, also Moment. Vorsicht. Ich fände es schön, also es war ja jetzt ein Konjunktiv, das habe ich direkt wieder drei Klagen am Hals. Ja. Ich fände es schön, wenn es eines Tages so wäre, aber ich finde so einen übertriebenen Bekenntniszwang auch albern. Herr Vorbereiter hat das schön gemacht. Ja, aber ja. Es besteht auch die Gefahr des Zwangsoutings, was ich zum Beispiel dann persönlich auch sehr unangenehm finde, wenn man es irgendwo mitkriegt. Ja, also, die Leute wollen es oder sie wollen es nicht. Ich meine, das viel spektakulärere Outing diese Woche ist Frank Steffel. Der neue Spitzenkandidat in Berlin für die CDU. Schwul oder was? Nein, ich bin 35, hat er gesagt. Ja. Und, Jahre, nicht Zentimeter. Ja. Also, der Mann sieht aus wie 55. Findest du? Ja. Ja, ist ein Konservativer, sehr fesch. Also, wenn du mal das Bild von Steffel und Wovereit nebeneinander setzt, dann siehst du, Heterosexualität macht manchmal sehr alt. Also. Das wäre mal eine interessante These. Ja, der Wovereit 47, aber der hat sich besser gehalten. Er wirkt sehr frisch und unverbraucht. Ja, gut, eigentlich. Er spielt Golf, aber ansonsten wirkt er ja ganz nett. Ja. Ja. Und dieser Steffel. Ja, das stimmt. Aber er ist ein sehr adretter Mann und er überzeugt natürlich, glaube ich, durch Kompetenz und durch politische Inhalte. Was ist an diesen schlimmen, bösen Gerüchten, dass du dich, ich sage nicht liften lassen, aber dass du dich einer Schönheitsoperation unterzogen hast? Ja, da habe ich auch sehr gelacht. Ich war sehr begeistert. Eine große deutsche Boulevardzeitung rief mich an und sagte, wir haben gehört, sie haben sich liften lassen. Ja. Die erwischten mich aber in einem schlechten Moment. Ich war mitten in der Arbeit und habe sehr laut gelacht. Und dann habe ich gedacht, wenn das jetzt so anfängt, dass man immer so Anrufe kriegt, habe ich gesagt, ich halte es mit der englischen Königin. Ich dementiere nichts. Hab aber gelacht, hab es ironisiert. Ja. Der Artikel war aber, glaube ich, schon fertig. Am nächsten Tag stand, er hat sich liften lassen, Doppelpunkt Öcker, ich dementiere nichts. Und da habe ich gedacht, ja gut, so. Ja. Ich habe mich nicht liften lassen. Ich würde es wahrscheinlich auch nicht machen lassen. Also, es wäre auch denkbar schlecht gemacht, wenn man mal hier so genau hinguckt. Aber, man hat gesagt, weißt du, hast du hier an den Augen was machen lassen oder so? Wie Al Pacino hat sich, glaube ich, ein bisschen was an den Augen machen lassen. Ja, angeblich habe ich mir was in den Augen machen lassen. Ich würde mal anfangen, mir erstmal hier oben einen Webteppich einzuknüpfen. Wenn ich ich finde, die Augen gehen bei mir noch. Ja, absolut. Ja. Strahlend. Ja. Groß. Hast du Linsen? Eine. Bist du nur auf einem Auge kurzsichtig? Ja, ich hab auf einem Auge 9 Dioptrien und auf dem anderen 0,7. Bitte? Ja. 9 Dioptrien? Ja. Ich bin... Das ist aber mega kurzsichtig. Ich taste mich so durch. Ich bin so ein Haptiker geworden von Geburt. Ich mache immer so im Leben. Aber ich würde wirklich oben anfangen. Also mir wächst das Knie da raus und da habe ich immer so Probleme mit gehabt. Aber dann haben Leute gesagt, die mich freundlich irgendwie voll geheuchelt haben, haben gesagt, es gibt ja einen Charakterkopf. Ja, absolut. Ich habe gesagt, ja, ist wunderbar, so machen wir es, dann lassen wir es so. Ich schneide es immer kurz. Ist auch immer schön in der Maske. Was soll man mit den Haaren machen? Ich sage, soll es ein Witz sein? Was soll man denn damit noch machen? Ja. Also was? Einweben oder eine Mütze drüber ziehen. Und wenn, würde ich vielleicht da anfangen, aber ich glaube auch nicht. Dann sieht man ja aus wie so ein Wischmob, wie so ein gefickter Schrubber und oder so. John und so. Es ist irgendwie, ich kann es auch nicht verstehen. Nee, also ich würde nichts machen lassen, glaube ich. Wobei, das Komische ist, man wird so gnädiger, wenn man älter wird. Also bis man so 35 ist, also so Steffelalter, da sagt man, nein, ich lasse doch nichts machen. Ja. Ich bin so knapp drüber. Ich bin so zwischen Herrn Steffel und Herrn Wovereit. Oh, ich dachte, das lachen die alle gut. Also ich sehe heute ganz frisch aus. Ich bin etwas älter und dann wird man gnädiger. Weil es gibt ja so Tage, man guckt in den Spiegel und denkt, ich habe gar nicht gesoffen. Aber warum sehe ich so unglaublich scheiße aus? Ja. Also, das ist doch nicht schön. Das ist wahr. Ja. Aber man sollte sich davon freimachen, oder? Man sollte. Aber es gibt die Tage, okay, ich werde nicht mehr Brad Pitt, aber es gibt die Tage, ich gucke in den Spiegel, die Lefzen hängen, Tränensäcke wie Horst Tappert, alles geht so Richtung, zieht so zum Boden hin, die Gravitation schlägt zu. Und man sieht auch schlecht gelaunt aus, wenn das anfängt zu hängen. Das ist richtig, Es ist nicht mehr straff, das Gewebe lässt nach, alles irgendwie hier wird es weniger. Und dann gibt es so Momente, wo ich sage, oh scheiße, wenn das so weitergeht, muss ich was machen. Aber ich glaube nicht, dass ich jemals was machen
werde. Ich glaube nicht. Also du bist natürlich auch ein sehr trainierter und hagerer Typ. Da wird das natürlich auch extrem. Ja, ich trainiere überhaupt nicht. Ich rauche den Schlot. Deswegen du rauchst den Schlot? Ja, klar. Wirklich? Ich habe vorhin mit Helmut Zerlett gesprochen. Der ist ja so ein bisschen mopsgesichtig geworden. Ne? Nein, Helmut und ich, wir mögen uns. Man muss dazu sagen, der hat aufgehört zu rauchen. Ich rauche wie ein Schlot. Helmut hat aufgehört zu rauchen? Ja, hat er wenigstens behauptet. Hast du mich angelogen, wann denn, Helmut? Nee, doch, ich habe aufgehört. Ja. Wann hast du aufgehört? Vor der Pause? Oder? Vor anderthalb Jahren. Ja. Also ich muss sagen, wenn ich Iggy Pop sehe, der ist ja nochmal die Hälfte von mir. Und das ist alles sehr lecker und fest. Ich mache das ja gerne. Ich mache das gerne, aber ich bin nicht trainiert. Ich gehe einmal im Jahr Skilaufen und sonst rauche ich Kette. Ja, aber du wirkst so. Und ich würde sagen, jemand, der eben so eher asketisch wirkt, da wirkt das natürlich auch. Aber das sind das natürlich die interessanten Sprecherfalten, wie man beim Theater sagt hier. Jemand, der völlig ist im Gesicht und so weiter, das ist natürlich. Aber gut, das sind Themen. Ja, das ist das Problem. Ich kriege dann auch kein Doppelkinn. Ja. Aber ich sag mal, es gibt ja auch so abschreckende Beispiele, da muss man auch aufpassen. Ja. Also so Leute, die es einfach übertreiben. Mit dem Doppelkinn oder wie? Nee, mit dem Dagegenarbeiten. Ja. Also, ich sag mal, schön als OP und übernachten auf der Sonnenbank. Ja. Das ist schlecht. Ja. Also Job, ne? Das sieht ja dann. Job hat eine Schönheits-OP hinter sich? Ja, ich weiß nicht, ob ich jetzt eine Klage kriege. Ich würde sagen, ich hätte den Eindruck, dass dieser Mann, der, glaube ich, stramm auf die 60 zugeht, dass der. Die Gravitation kann nicht an dem vorbeigegangen sein. Also hat er vielleicht was. Irgendwas hat er gemacht. Würde ich mal vermuten. Macht ja nichts. Wenn nicht, dann nicht. Aber er sieht so aus. Und er schläft auf der Sonnenbank und das Gesicht sieht aber mittlerweile, ich muss es sagen, aus wie eine verbrannte Handtasche. Also. Und das. Aber ich glaube, die Geschmäcker sind unterschiedlich, aber als Schauspieler, wenn du vor der Kamera gehst und siehst aus wie so eine Holzpüpp, machst dann irgendeine Sofa, das ist irgendwie einfach. Aber ich glaube, Job, der ja wirklich auch unglaublich offensiv mit seinem Leben umgeht, würde dazu stehen, wenn er den einen oder anderen kleinen Eingriff hätte machen lassen. Und das ist auch gut so. Ja. Also, und das ist gut so. Ja. Das ist wirklich gut so. Ich habe ihn nicht gefragt. Man hat nur manchmal das Gefühl, wenn er sich schnell bewegt oder so ein bisschen nach vorne bückt, dass dann schon der Mund aufschnappt, weil das Fell zu kurz geworden ist. Das ist also irgendwie so. Ne? Ich habe mal mit einer Kollegin gedreht, die wollte sich nicht liften lassen. Die hat aber morgens immer mit Heftpflaster das, was überschüssig ist, so hinten zusammengeklebt und mit einem Haarteil drüber. Das geht auch. Ich habe es nur bei der Probe gemerkt, weil ich sollte sie so ein bisschen im Nacken packen. Ja. Die sagte bei der Probe schon, nicht da, nicht da. Und ich wusste nicht genau wo, weil man hat nur einen Nacken. Aber das geht bei mir auch nicht, weil wenn ich mir noch ein Haarteil drüber klebe, dann sehe ich wirklich aus wie eine Transe. Ja. Das ist nee, also ich meine... Das sieht aus wie eine geliftete Transe, ist auch eine Alterskarriere. Nein, also das gibt. Was ist das für ein Restaurant, was du hier in Köln? Man könnte meinen, du hast genug zu tun, jetzt auch noch Restaurant. Bist du da abends selber zu Gange, stehst du da? Nee, ich kann ja nicht kochen, also gehe ich ja gerne in Restaurants. Ja? Ich bin unhäuslich, ich kann nicht kochen und dann gehe ich gern aus. Und ich habe jetzt was ganz Spektakuläres entdeckt, das ist in Köln das Dunkelrestaurant. Köln hat ein Dunkelrestaurant, das gibt es sonst nur in Zürich. Da ist es zappenduster. Mhm. Und der schwule Mann an sich geht ja manchmal für so Gelüste auch in den dunklen Raum, aber da gibt es meistens nichts zu essen. Ja. Ne? Das heißt, du folgst mit Darkroom und ist auch so eine Triebabfuhr, aber so eine Esstriebabfuhr im Dunkeln ist sehr absurd. Weil die Kellner sind alle blind. Ja, das finden die sich ja nicht zurecht. Da ist es so duster. Und ich bin mit einem Freund dahin und da sitzt man am Tisch und da wurden uns erstmal fremde Leute an den Tisch platziert. Das geht erstmal damit los, man wird in so einer Lichtschleuse abgeholt und macht dann eine Polonaise mit dem Kellner. Ich habe mir gedacht, wenn ich den loslasse, verrecke ich in diesem Lokal, weil mich findet ja auch keiner. Man findet irgendwann mal, wenn daraus ein Supermarkt wird, ein Skelett irgendwo. Ich werde bloß nicht loslassen, Polonaise zum Tisch. Ja. Und da sitzt du da im Duster und bestellen kannst du eh nur ungefähr. Gibt ja keine Karte. Ja. Fleisch, Fisch, vegetarisch. Und wir saßen da und haben nur gekichert. Und dann wurden uns fremde Leute an den Tisch gesetzt. Das mache ich ja sonst gar nicht. Aber im Dunkeln war das hochnotabsurd. Die sieht man ja auch nicht. Mir fiel das Besteck runter. Ich aß wie die letzte Sau. Und was dann auch egal, weil wenn man einmal raus hat, man wird nicht gesehen. Und ich habe die ganze Zeit überlegt, es ist so preiswert. Da musst du nie putzen. Sieht ja keiner. Ja. Keine Bilder, keine Vasen, kein nix. Du sitzt da und dann weißt du auch nicht, wie viele andere Leute da sind. Und dann waren da, das war so, bevor es eröffnet hat. Und da waren nur geladene Gäste. Und ich sah schon diese ganze Medienbrut aus Köln da sitzen. Und hatte solche fleischigen Ohren, weil ich immer dachte, wenn ich anfange zu hexen, da sitzt garantiert meine Intimfeindin am Nebentisch. Und die beiden Fremden, die da am Tisch saßen, fingen an zu raten, woher sie meine Stimme kennen. Und das war dann so ganz komisch. Man kann ja so ein bisschen anonym bleiben. Das gibt auch so diesen Begriff Dunkeldeutschland. Ja. So eine ganz neue Bedeutung. Ja. Und die sagten, wir kennen deine Stimme irgendwoher. Und ich habe das immer so weggespielt. Und dann sagt der eine so, Heureka, ich kenne deine Stimme, du synchronisierst Pornos. Das war so der Moment, wo ich weiß nicht, war so ein bisschen sprachlos. Man hat mich ja nicht gesehen. Ich habe dann gefragt, hast du Pornos? Sagt er, nö. Ja. Da war das Gespräch auch schon zu Ende. Ja. Aber das ist halt so, wenn man so ein bisschen, sagen wir mal, so ein properes Image hat durch die Rolle. Ja, und man hört nur die Stimme, dann hört man mal, wie versoffen ich wirklich klinge. Ja, das stimmt. Ich klinge halt wie ein alter Drecksau, wenn man das Gesicht nicht dazu sieht. Mein Lieber, das war sehr erhellend.
Ja, es war großartig. Ich wünsche dir viel Erfolg für deine Kultursendung. Wir werden uns sicher dann sehen, wenn die Sendung angelaufen ist. Ich hoffe. Ja. Also wahrscheinlich, wir arbeiten dran, wird es September, Oktober irgendwann mal. Und dann komme ich vorbei und rede mit dir über Kultur. Hundertprozentig. So machen alles Gute, kommt gleich im Sommer. Georg Oecker, meine Damen und Herren. Danke. Großartig. Ja. Ja. Das ist die beliebteste Radiomoderatorin in Berlin, 98,8 KISS FM. Herzlich willkommen, die junge werdende Mutter, Dirty Dani. Super, danke. Wie geht's? Ja, geht gut. Jetzt wieder gut, ja. Bist du so eine typische Schwangere, die also jetzt so voll in diese Schwangerschaft sich fallen lässt und darin aufgeht? Oder lebst du dein normales Leben weiter eben, aber mit Bauch? Ich lebe eigentlich mein normales Leben weiter. Ich trinke jetzt nicht mehr. Das ist so das Einzige, was ich jetzt nicht mehr mache. Was mit Rauchen? Das mache ich noch. Wirklich? Ja. Mm. Aber auch nicht so viel. Wie viel? Und nicht so viel so stark. Wie viel? Weniger. Und ansonsten irgendwie weiß ich immer noch nicht, was ich mit dem Teil danach machen soll. Also, weißt du schon, ob es ein Junge oder ein Mädchen wird? Ja, ein Junge wird. Hm? Ein Junge? Ein Junge, hast du schon einen Namen? Nee, das ist immer das Teil irgendwie. Ich weiß nicht, vielleicht kriege ich es ja durch beim Standesamt oder so. Also, nee, das glaube ich nicht. Hast du Favoriten mit dem Namen? Ich hatte, Angel. Und dann habe ich mir gedacht, irgendwie so, wenn da so ein Mit-40er steht, irgendwie an, weiß ich nicht, am Schalter von irgendeiner Bank oder so, dann nur Angel, das wäre blöd irgendwie, dachte ich. Naja, und dann mir mein Egoismus dann doch irgendwo hinten rangestellt. Ja. Und jetzt weiß ich nicht, das Teil wäre schön. Und favorisierst du irgendwie mehr so jetzt Tim oder Kevin oder so Kevin. Maximilian, also diese Namen sind ja... Maximilian stand mal zur Debatte, aber auch nur für 3 Minuten und dann war es auch wieder... Ich schwanke zwischen ganz verschiedenen Namen. Das hält aber auch immer bloß 5 Minuten und dann ist auch wieder vorbei. Und vielleicht, ich weiß nicht, ich hab echt keine Ahnung. Ich finde, für einen Jungen ist das auch irgendwie schwieriger. Für ein Mädchen hatte ich total viele Namen, aber wird nun mal gehen. Vielleicht im Moment der Geburt, wenn du das Baby siehst und sagst, genau. Rolf. Bernd. Ja, ich finde eigentlich, diese Namen müssten wiederkommen. Rolf, Heinz, Bernd, Walter, Harald, Hermann. Helmut. Super, ganz große Klasse. Ne? Ja, du arbeitest aber nach wie vor. Ich arbeite noch, ja, bis die Fruchtblase platzt, dann ist Feierabend. Wirklich? Ist das geplant, mehr oder weniger so eine Live-Entbindung? Ach, nee, überhaupt nicht. Nee, dann ist auch mal Schluss mit Medien und so, aber ich möchte schon weiterarbeiten, weil, wie gesagt, also ich bin ja auch hierher geschleppt, habe ich mich, ja. Und, musstest du nicht schleppen? Ging noch stressfrei oder wie? Ja? Nee, ging super. Ich hatte ein bisschen, also kurzzeitig, weil ich jetzt nicht mehr geflogen bin. Ja. Vorher, also seitdem der Bauch da ist, dann dachte ich so, naja, klappt das oder so, aber es klappt. Also hat nichts gemacht, jetzt ist er gerade ein bisschen am Treten gewesen, aber jetzt ist wieder gut. Okay. Wie ist das in Berlin? Ich meine, Berlin scheint ja völlig aus dem Häuschen zu sein, jetzt wegen Madonna. Kriegt man da was mit oder mogelt uns die Presse da wieder was vor? Nee, da kriegt man was mit. Also auf jeden Fall. Es redet ja wirklich jeder über Madonna. Es ist ja der Wahnsinn. Ich liebe Madonna, jetzt habe ich keine Lust mehr auf Madonna. Die soll weggehen und dann ist gut. Der Hype, der ist auf jeden Fall da. Ich wollte eigentlich gestern zu dieser Aftershow-Party gehen, aber mich eingepennt. Wirklich? Ja, mal zu Hause hingelegt? Ja, ja. Und kurz gedacht, naja, dann kannst du dich ja gleich fertig machen, dann war Feierabend. Ja. Das war eine Aftershow-Party bei Madonna? Die offizielle, war sie da? Nee. Als ob ich es geahnt hätte. Ja. Ich habe halt gelesen, sie war mit Gwyneth Paltrow unterwegs, Museen anschauen. Ja, das hat sie gemacht irgendwie, habe ich heute Morgen in der Zeitung gelesen, und habe ich auch nur ganz kurz geguckt und dann wieder weg, weil ich kann es wirklich nicht mehr hören. Ich kann es echt nicht mehr hören. Hier war sie ja nicht. In Berlin zu viel. Und, ja, so ist das halt. Köln einfach abserviert. Fand ich eigentlich ganz okay. Aber ich meine, es war ärgerlich. Hätte es auch gern gesehen, aber... Ist auch nicht so unbedingt, du bist auch nicht so Zielgruppe, oder? Also. Wieso jetzt das? Wieso jetzt das? Dachte ich... Madonna und ich sind gleich alt. Sie sieht älter aus, deswegen dachte ich... Wer sieht älter aus? Sie. Dich duzt sich. Madonna sieht älter aus als ich? Warum? Die grauen Haare bei ihr. Ich weiß nicht, das ist ja übertönt. Vielleicht ist ja dieses Plan. Ja, sie hat es gefärbt. Aber gut, sie ist
wahnsinnig fit und eine unglaubliche Power und Ausstrahlung. Das stimmt. Also meine Freundin hat gesagt, die war auf einem Konzert irgendwie, meint so, die Oberarme sehen nicht mehr schön aus, weil es so, wirklich sind solche Dinger. Sehr sehnig, sehr trainiert. Okay, ja. Ja. Nee, gefällt mir auch nicht so. Machst du Schwangerschaftsgymnastik? Ich fange Mitte Juli an dann, ja, ja. Irgendwie damit. Also da kommen auch häufig diese Schmuddeltypen, diese Väter dann mit und führen sich eigentlich schlimmer auf als die, nee, als die ich Frauen. Ich habe ganz alleine. Du gehst das, alleine hin? Ja, ja, zum ja. Alleinekurs. Ich habe da keinen Kerl. Wie ist es dann, wenn du später arbeitest? Ich meine, hast du irgendwie deine Eltern oder was, die sich ein bisschen um das Baby kümmern? Ja, ich bin jetzt umgezogen und zwar genau gegenüber meinen Eltern und die haben mich jetzt quasi voll am Arsch und werden mich auch erstmal nicht mehr los und ja, da werde ich dann mal hingeben und mal gucken. Aber die freuen sich ja über das Enkelchen. Ich denke schon, ja. Wir waren neulich einkaufen. Es ist ja unglaublich, wenn du irgendwo einkaufen gehst, es wird ja nur die Infantilität der Eltern befriedigt. Irgendwie, ob da nur so ein Bär mit so einem grinsenden Fisch drauf ist oder so. Es ist so hässlich, du kriegst nichts anderes. Und meine Mutter ist natürlich total begeistert. Ja, ja, nimm mal das da. Ja, so, Bär mit einem grinsenden Fisch? Ja, genau, da ist so ein Bär und da, der hat einen Fisch an der Angel und der grinst total fröhlich, was total absurd so, ist. So eine Kuschelpuppe? Nee, auf dem Strampelanzug. Ach so, das ja. Ist, auf dem Strampelanzug ist ein genau. Bär und der hat einen Fisch. Ich dachte, genau. Es wäre ein Bär, der Fisch in der Hand hat. Nee. Da musst du aufpassen, dass es nicht diese synthetischen Tiere sind. Diese... Bär mit dem Fisch in der Hand. Ja, nee, ja für nee. Den Strampelanzug, aber gut, ja, da weißt genau. Du wenigstens schon, ob es Junge oder Mädchen ist. Da kannst du schon in der richtigen Farbe kaufen. Das war grau, glaube ich. Ich stehe da auch nicht so auf Farben. Also irgendwie. Dann ist ja die Love Parade, die bei euch noch vor der Tür steht. Ist das für dich noch was als Schwangere? Ach, das war sowieso nichts für mich. Also Love Parade kann ich nicht leiden. Also wenn ihr hier das Ringfest habt, dann flüchtet ja auch jeder zweite Kölner irgendwie. Und in Berlin bin ich, ich hau dann auch immer ab. Ich mag die Love Parade überhaupt nicht, ist auch nicht meine Musik und so. Also jetzt morgen ist ja Christopher Street Day. Ja. Und das finde ich cool. Das ist irgendwie noch irgendwas, da werden viele Musikrichtungen gespielt und es ist nicht dieses Massenbesaufen irgendwie. Und da haben wir auch einen Wagen von KISS aus und da werde ich dann vielleicht dann doch noch mal meinen Bauch aufhieven. Mal gucken. Aber ich finde, du bist, wie soll ich sagen, ruhiger geworden gegenüber deinem ersten Besuch. Mütterlicher. Meditativer. Hey. Ja. Oh Gott. Ich meine, das ist nicht negativ. Mütterlich sag. Ich finde das so cool, wenn ich immer irgendwo ankomme und alle sagen, na Mama, ja. Da könnte ich direkt schon im Strahl kotzen, weil es ist wirklich halt so... Aber am besten sind dann die sagen, na Mama, und erstmal auf den Bauch tatschen. Ja, das ist absolut das, widerlich, da könnt, oder? Kennst du auch, ne? Ja, das ist aber... Nein, ich verstehe dich. Du hast recht. Das ist, du hast das... doch Kinder. Ja, klar. Aber ich habe das bei... So bei fremden Frauen, das soll so eine Nähe suggerieren. Das soll, glaube ich, also es sind Leute, die irgendwie zeigen wollen, dass sie vollkommen unkompliziert damit umgehen, dass es ganz natürlich ist und auch so eine Nähe zum Kind herstellen können. Ja, na, ich meine, bei den eigenen Kindern finde ich das okay, aber bei fremden Frauen auf dem Bauch so krapschen, ist absolut... Nee, das find ich ätzend, oder? Finde ich auch ätzend, ja. Vor allen Dingen habe ich hier noch so eine fiese Falte. Wieso das? Ich habe mir, weil wir gerade mit dem Georg da Fett absaugen und so, habe ich mir mal lassen. Ich bin 3 Monate später schwanger geworden, was natürlich total günstig war. Und jetzt habe ich da so eine fiese Falte im Bauch irgendwie, weil ach, ich mich richtig Fett absaugen lassen ja. Vor der Schwangerschaft. Ja, total dämlich. Ja, so ist es halt manchmal. Deswegen fand ich das ganz cool. Nee, ich mache das auch nicht mehr. Ja. Weil kann ja immer wieder mal passieren. Nee? Ja, aber wie verändert sich denn das? Das kapiere ich gar nicht. Wenn das Fett abgesaugt wird, dann ist da irgendwie so eine kleine Falte. Nee, du musst. Es gibt bestimmte Stellen, da verhärtet sich das und das musst du wegmassieren. Und ich bin von Grund auf wirklich ein fauler Mensch und ich hatte keinen Bock, da auf meinem Bauch rumzumassieren. Ja. Und dann hatte ich keinen Bock mehr, weil ich schwanger geworden bin. Da wollte ich den Bauch überhaupt erstmal gar nicht anfassen. Ja. Und ja, und jetzt habe ich da so eine kleine Falte. Und das sieht ein bisschen, deswegen mag ich das noch weniger, wenn da einer rauftatscht. Das ist irgendwie komisch. Aha, und wie sieht das dann aus, wenn der Bauch wieder weggegangen ist? Dann wird die Falte anders, oder? Das weiß ich nicht. Da muss ich mal mit dem Schönheitschirurgen meines Vertrauens reden demnächst. Das ist natürlich auch ein Ding, sich 3 Monate vor der Schwangerschaft Fett absaugen. Aber man kann es auch nicht wissen. Genau. Oft weiß man es ja nicht. Oft wird man so überrascht schwanger. Ja, oftmals passiert das. Das stimmt schon. Ich habe auch gedacht, lass mal planen, aber nee. Mhm. Ja, bei dir war das auch sozusagen der Lauf der Dinge. Ja, war halt so. Ja, ist ja auch schön. War dann halt irgendwie drin und dann jetzt bleibt es. Und kommt auch irgendwann, das ist ja das Problem, irgendwann kommt es ja wieder raus. Das wird einem aber erst irgendwann später bewusst. Erstmal ist alles ganz toll und das tritt ja und das ist ja alles ganz geil und so, dieser Bauch. Und irgendwann denkt man sich ja, wo soll das eigentlich wieder raus? Wo das wieder raus soll? Ich weiß ja, wo es wieder raus soll, aber man kann es sich ja doch nicht vorstellen. Intensive Erfahrung für die Frau. Hast du schon überlegt, ob du das mit, wie heißt das, diese Narkose? Rückenmark. PDS. PDS oder PID? Die Betäubung, die war. Wie heißt es? PDA. 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 Prädiagnostische Amputation, also Anästhesie. Anästhesie. PDA.
Also wenn es Schmerzen gibt, also ich bin jetzt auch nicht wirklich die Frau, die sagt, ja, ich will das jetzt irgendwie alles erleben und so. Ich erlebe das ja dann noch 18, 19, 37 Jahre lang. Ja. Und deswegen, also wenn es dann anfängt, dass ich keinen Bock mehr habe, dann lasse ich mir auch diese Rücken machen. Pass auf, dass ein Arzt ist, der es schon mal gemacht hat, sonst werden die Ohren taub und unten spürst du alles, weißt du. Ja. Sehr schön. Komfort, ich werde aufpassen. Komfort. Ich werde aufpassen. Das wirst du noch hören, kurz vor dem Gott. Pass bloß auf, dass er nicht die Schnur um den Hals hat. Der Walter, der war fast erstickt. Stimmt's, Walter? Nö. Aber das wirst du noch alles hören. Ich wünsche dir toi, toi, toi. Ja, danke schön. Ja, alles Gute für die Geburt. Auch so, komm mal wieder, wenn das Baby da ist. Ja, danke und, für die Einladung. Wir werden es ja dann erfahren, wie der Kleine heißt. Dann werden wir sehen. Das Teil. Ne? Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Das, meine Damen und Herren, ist das aktuelle Album. Eine echte Legende, Beat Them Up. Eine echte Legende, zum dritten Mal bei uns zu Gast, mit dem Titel Mask. Unser lieber Freund, Mr. Iggy Pop! Sir, always a pleasure. Please come back next time. Beat them up. Thanks. Bye-bye. Das war's, meine Damen und Herren. Tschüss.